Also, was so unter mir ist. Ja, egal. Ach, da ist er. Wait, nein! Nicht killen! Ich hab doch einen Kekko-Demon gehört. Was denn? Ja. Ja. Aber der ist jetzt tot. So. Jetzt sehe ich wenigstens alles. Jetzt habe ich voll den Durchblick. Lol. So, auf ein weiteres. Es wird aber irgendwo zu schaffen sein. Hier. Ne? Nein, warum fall ich da runter? Vielleicht weil du wolltest. Nein. Ich wollte das, ich wollte zur roten Schlüsselkarte. Ja, vielleicht. Du! Aber dein Controller sagt was anderes. Ach, Himmel! Ja, ich versuch's auch die ganze Zeit gerade. Es geht bestimmt viel einfacher. Wir machen das uns gerade wahrscheinlich unnötig schwerer, als wie es eigentlich ist. Glaube ich jetzt einfach mal. Nein! So schwer hat's. Naja, nein, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Scheiße, das hat sich auch noch gereimt. Hopp. Weil da ist was, pass auf. Nein, fall ich schon wieder runter. Komm, die Map soll einfach 5000 Cyberdemon her spawnen. Die kriege ich schneller weg, als wie, dass ich endlich mal die rote Schlüsselkarte bekomme. Ist doch wahr, hey. Halt, nein! Das kotzt mich gerade an. Du hast was gedrückt? Ja, aber nur, ich dachte, da geht's vielleicht irgendwie hoch, aber das war, also, war vom Eingang. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Ja, eigentlich ja nicht. Wenn ich so normal runter. Hupf. Und dann. Ah, ja, okay. Nee. Aber das ist viel zu weit auseinander. Das kann ja nie und nimmer gehen. Nee. Nee. Also, wenn wir jetzt nochmal 10, 20 Versuche brauchen, machen wir kurz den Cut. Ja. Weil das jetzt halt stundenlang anschauen, wie wir immer wieder hochrennen, runterfallen, hochrennen, runterfallen. Ja, fast wie im Schwimmbad vom Sprungbrett. Ja, so. Mach Platz. Mach mal Platz. So. Pass auf. Da lang, da lang. Weil ich war schon mal da oben, weißt? Ich glaube, das geht so nicht. Ich glaube auch fast nicht. Hm. Obwohl, die Inferno ist schon mal höher gewesen, die Inferno ist trotzdem mit Sprinten erreichbar gewesen. Mhm. So, ein Versuch mal machen. Das war in Deutsch. Ich wollte sagen, einen Versuch mache ich jetzt noch, oder wir, wenn wir es dann immer noch nicht hinkriegen, dann machen wir kurz einen Cut. Genau, no, ich bin runtergefallen. Ich glaube, das Ganze nervt mich gerade, darum verhaspel ich mich gerade ein bisschen. Das kann gut sein. Weil im Endeffekt, also du bist auf eine Kiste rauf, oder? Nee, nee. Ja, ich würde sagen, man macht einen ganz kurzen Cut und dann sieht man sich gleich wieder. Ja. So, und da ist auch die rote Schlüsselkarte. Naja. Ich zeige jetzt auch mal, wie man die bekommt. Im Endeffekt durch den Teleporter gehen und gleich wieder zurück. Boom. Ja, so simpel war es. Ja, so simpel. Manchmal erkennt man die einfachsten Sachen nicht. Selbst wenn es direkt vor der Nase ist. Ja. Pass auf. Ja, genau. Ja, schalt. Nein, stopp, zurück, runter. Ja, hier runter. Eigentlich lass mich nicht schon wieder von dem abknallen. Weil wo ich nämlich im Internet nachgeguckt habe, wie es weitergeht, hat mich einer abgeknallt. Also ist nicht er, sondern ein Gegner. Genau. Okay. Du bist falsch.
Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ich muss mich nur verstecken, sonst killt mich der schon wieder. Schon wieder. Aber schau nochmal auf die Map, da wo ich mich bewege. Und? Ja. So, jetzt geht's nämlich weiter. Ah ja, genau den Ort habe ich nämlich gesucht. Aufpassen, aufpassen! Ist das hier? Ah! Bin mir ja teilweise unsichtbar. Weg? Ja, ja, bin schon weg. Gut. So, jetzt geht's mal ein bisschen weiter. Oh! Heavy Dude, tot. Ah, jetzt habe ich auch wieder. Nein, ich wäre beinahe runtergefallen. Ich geschrien. Ja, du killst mich nicht. Das war genau dafür. Oh. Sag nicht, du bist tot. Da. Nein! Ich habe gerade die BFG aufgenommen. Da gibt's eine BFG? Ja. Und, ja. Da hat mich dieses Arschloch gekillt. Und ich hab. Was war das, glaube ich? Pain Elementary oder so. Oder Elemente. Irgendwas so. Irgendwas. Das Viech, wo die Lost Souls kotzt. Achso, ja. Stirb, du Drecksviech! Lass mich doch nicht von Lost Souls killen hier. Wo kommen wir denn da hin? Nein! Pfui! Ah, das sind mehrere! Oh, Himmel, Arsch und Zwirn! Ah, die greifen mich hier von allen Richtungen an. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Aber nicht durch ein Lost Soul. Sondern durch den einen da. Nee, nee, durch den Boden. Da ist auch so ein. Also teilweise Lavaboden, also nicht direkt Lavaboden, aber weißt schon, da hinten. Achso, ja. Da ist ganz schön heiß. Ja, du hast ja auch gedacht, ich kill Lost Souls. Ich bin heiß. Ja. Yeah. Das ist auch ein Grund, warum ich Gears of War 1 nicht auf Deutsch spielen will. Darum habe ich es auch auf Englisch Let's Played. Ja. Ah, ich höre. Au! Au! Du versuchst gerade erfolgreich, den zu töten. Genau. Und hier, Lost Souls. Mach ich mit den bloßen Fäusten fertig. Und du schaffst. Ah, sehr. Drück schnell! Au? Wieso hat er nichts gebracht? Nee, aber ich glaube, das hat mich auch getroffen. Aber er ist tot. Und ich auch. Hey, aber ich habe noch 10%. Wow. Ja, wow. Wow. Und was hat das jetzt gebracht? Okay, außer dass wir jetzt. Eine gelbe Schlüsselkarte haben. Ja, außer dass wir jetzt die gelbe Schlüsselkarte haben. Das ist doch schon gut. Kann ich da einfach runterspringen oder ist es Selbstmord? Wahrscheinlich Selbstmord. Nicht. Ich bin nämlich an der Tür. Oh nein, ich bin an einer Tür. Nein. In welcher? Da. Wo man eine gelbe Schlüsselkarte braucht. Achso, ja gut. Aber ich trau mich nicht reinzugehen, ich sterb sonst. Egal. Bop. Oh, das sind Health Packs. Aber ich werd's nicht überleben, da hinzukommen. Nein. Wo bist du? Hilfe! Ah, hier war das, okay. Ja, ich versuch es zumindest. Vielleicht. Oh, ich hab's geschafft. Nein! Doch, ich hab's geschafft. Aber jetzt sterbe ich eh gleich. Ja, ja, ja. Ja. Och, der Level kotzt mich irgendwo an.
habe ich die BFG nicht mehr. Toll. Naja, aber die hole ich mir nochmal. Das war da, glaube ich. Ohne dass ich runterfalle. Ich frage mich gerade, wo ich gerade überhaupt hinrenne. Ja. Ah! Zu dir, offensichtlich. Ja. An dem Typen, wobei der nur noch 6 Health hat. Und keinerlei Health Pack hat. Und ich denke, du stirbst eh bald. Hm? Dafür habe ich die BFG. Wow! Ja. Bringt einem aber auch was. Aha. Da ist wieder die gelbe Schlüsselkarte. Hey, warte mal, das ist ein Teleporter. Zum Glück tue ich das nicht alleine. Machen, sonst würde ich nie weiterkommen. Bist jetzt geschockt? Ja. Folgt dir einfach mal. Also wenn ich zu 100.000 Gegnern gehe, dann ist es keine gute Idee. Nee, Schmarrn. Nur zu 50.000. 50.000? Ja gut. Wenn das ein paar Gegner töten, ich bin heiß. Ja. Wie kommen wir jetzt ab? Okay. Ja, da oben war ein Gegner. Hm. Ein Heavy Dude. Dude. So, ich probiere nochmal mein Glück. So, der, wo mich vorher gekillt hat, der muss jetzt sterben. No, ist nur gerecht. Wo geht's hier weiter? Ah, da ist ein. Ja. Shielding Suit. Kann ich mich hier ohne Probleme rumbewegen? Nein! Nicht mich killen! Pfui! Hurra! Was war das für ein Kampfschrei gerade? Naja, es war ja nicht mal ein Kampfschrei, das war einfach nur ein Schrei. So. Tot. Hm? Tot. Wer du? Ich. Ah, warum? Imp. Ja. Aber ich habe schon kaum Energie gehabt. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich im Kreis laufe. Ich bin ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, richtig. Dann irgendwo muss einfach runterspringen. Wenn du auf die Map schaust, siehst du ja den Rand. Muss einfach nur irgendwo runter. Dass du auf die andere Seite kommst. Ah. Aber aufpassen, da rennen Gegner rum. Nein. Doch. Jetzt wirklich. Ich habe nicht gedacht. Ach, ich probiere es hier mal. Kann ich mir wenigstens Munition noch holen. Warte, ah, ja. Ach, hier ist doch ein Kekko. Ich wollte sagen, lass zu. Ja, ja, Kekko, ich hab's gehört, ich hab's gesehen. Ihr alle müsst sterben. Ich habe einen Schalter gesehen, aber das ist nicht zu erreichen von hier aus. Und ich will nicht sprinten, dann fliege ich runter und sterbe ich. Dann bin ich wieder sau. Ich hilf dir mal schnell. Genau. Wenn wir zu zweit sind, sterben wir schneller. So, der eine ist schon mal sowas von erledigt. Der andere auch. Oh! Warum redet's mir davor? Da kann ich keine auch. Keine Ahnung! Da kenne ich nichts, ich knall alle ab. Da ist eine Kettensäge. Wo ist eine Kettensäge? Da ist eine Kettensäge. Und ich bin tot. Heavy Dude. Ciao. Ach ja, das Level ist toll. Das Leben ist schön. Ja, das ist ein tolles Level.